Ich begrüße Sie, Herr Metzler, hier recht herzlich im schönen Worms-Hernsheim im Weingut Sandwiese. Herr Metzler, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, uns sich kurz vorzustellen. Herr Metzler, in Erfahrung haben wir gebracht, dass Sie immer ein Typus Mensch waren, der vorne mit dabei sein wollte, der auch gern gehört wurde, der auch ein gewisses Engagement an den Tag gebracht hat. Und jetzt haben wir vorhin gesehen, sind Sie hier mit einem umgebauten Feuerwehrauto aufgeschlagen. Das hat die rote Farbe ein wenig verloren, richtig. Ja. Erzählen Sie doch mal kurz, was hat das für eine Bewandtnis? Welcher Typus Mensch sitzt mir denn gerade gegenüber? Ich bin jemand, der sich für seine Region und die Menschen in diese Region einbringen möchte. Und das hat mich eigentlich schon immer auch motiviert, etwas für die Region zu bewegen, etwas für die Menschen in der Region zu bewegen. Und daher rührt auch mein bisher ehrenamtliches Engagement in vielfältiger Weise. Und das war meine Hauptmotivation. Also ich bin jemand, der gerne anpackt. Und das habe ich auch im elterlichen Haus bereits früh vermittelt bekommen. Und das hat sich bis zum heutigen Tag erhalten und es wird auch so weitergehen. Sie sprechen es an, das elterliche Haus. Sie standen ja irgendwann mal vor der Frage, werde ich Winzer in der Region oder möchte ich ganz groß nach Berlin oder mal politische Karriere einschlagen? Was war letzten Endes das Zünglein an der Waage, dass das Pendel in Richtung Politik geschlagen ist? Also der Weinbau hat mich ja nie losgelassen und ist auch für mich heute noch eine zentrale Wurzel. Ich habe Winzer gelernt und mein Familienweingut ist ja auch weiterhin betrieben von der Familie. Und soweit es mir eben möglich ist, habe ich mich in der Vergangenheit auch immer versucht, noch mit einzubringen. Wohlgleich das natürlich mittlerweile ein Stück weit weniger geworden ist. Aber da kommt eben der Punkt. Die Motivation rührt vom Einsatz für die Region, für die Menschen in der Region. Und das war für mich über die letzten 15 Jahre ein stetig wachsender Kurs mit zunehmender Intensität. Und ich habe am 29.11. habe ich gesagt, ich möchte meinen Hut in den Ring werfen. Jetzt möchte ich wirklich alles einbringen, um das Ganze in ein hauptamtliches Engagement und Wirken umwandeln zu dürfen. Okay, jetzt haben wir ja verschiedene Kandidaten kennengelernt. Der Aspirant von den Grünen, der ist 26 Jahre alt. Herr Held gehört nicht zum alten Eisen, Sie sind gut 30 Jahre alt, 32. Unter uns 32 ja. Jahre alt. Gehört die Welt uns Jungen eigentlich jetzt? Ist da jetzt ein Umschlag? Brauchen wir die älteren Erfahrenen eigentlich überhaupt noch? Ich glaube, es braucht alle. Also jetzt zu sagen, es braucht nur die Jungen, das wäre, glaube ich, falsch. Genauso falsch wäre es im politischen Denken und Wirken gewissermaßen nur einen anderen Teil des Altersstrahls gewissermaßen zu hören. Ich denke, es braucht alle. Die Jungen können von den Erfahrungen der Älteren ein Stück weit eben auch immer wieder nur davon auch profitieren. Und die Älteren, glaube ich, auch so ein bisschen vom Ungestüm des Jungen. Und wenn das beide zusammenkommt, und dann ergibt sich meistens die beste Mischung. Okay, jetzt ist ja der Jan Metzler, der möchte jetzt ja wirklich gleich in den Bundestag. War zum Beispiel Regionalbürgermeister oder Landtagsabgeordneter jemals eine Option für Sie oder wollten Sie gleich nach Berlin ziehen? Gut, es ist ja ein Weg, der sich ergeben hat. Also über die letzten 17 Jahre Engagements innerhalb der Partei war auch kommunalpolitisch. Also ich habe so eine klassische kommunalpolitische Richtung eingeschlagen. Ortsgemeinderat, Verbandsgemeinderat, Kreistag in Alzey-Worms und eben auch parallel mich bis auf Bundesebene in verschiedensten Gremien in den letzten Jahren eingearbeitet innerhalb der Partei. Also es gab da einen gewissermaßen klassischen Weg. Aber das bundespolitische Engagement, die bundespolitischen Themen waren schon immer die, die mich bewegt haben, wobei sich ja sehr viele Verknüpfungen auch zum Regionalen ergibt. Und das finde ich das Spannende und das Vielseitige. Ja, das hat mich eigentlich wirklich stark gereizt und jetzt bin ich froh, dass ich das Ganze so auch einbringen darf. Sie haben es vorhin erwähnt, auch wenn Sie sehr jung sind, Sie wissen all das, Strukturen und Ratschläge erfahrener Kameraden, Kollegen zu schätzen. Wo holen Sie sich denn Ihren Rat ein, wenn Sie jetzt in irgendeiner Situation sind, wo Sie sagen, jetzt bräuchte ich, glaube ich, mal Hilfestellung? Ach, das ist ganz verschiedenartig. Also ich fange mal bei der Familie an. Ich bin im Vier-Generationen-Haushalt zuerst aufgewachsen, später drei Generationen. Da habe ich viele Erfahrungen auch von meinen Großeltern mit einbeziehen dürfen, ganz klar von meinen Eltern, aber natürlich auch von der Familie insgesamt, auch Freundin etc. Aber eben auch von politischen Weggefährten in verschiedenen Etappen
haben mich verschiedene Menschen sehr geprägt. Und von denen hole ich mir natürlich auch gerade im Wahlkampf auch viel, nicht nur motivierende Worte ab, sondern eben auch Erfahrungswerte, die ich jetzt mit einbringen kann. Okay, dann haben wir jetzt auch über Sie noch ein bisschen rausgefunden, oder man sieht in Ihrer Vita internationales Management, Stichwort FH Worms. Sie sind da auch international schon tätig gewesen. War das auch politisch orientiert oder war das rein verwaltungsinterne Angelegenheiten? Wie haben Sie diese Aufgaben da wahrgenommen? Es hat mit Menschen zu tun. Politik hat ja auch, Gott sei Dank, und das macht es ja auch so spannend, mit Menschen zu tun. Und was ich dort lernen durfte und auch in den letzten 5 Jahren wirklich auch erfahren durfte, war es, verschiedene Partner an den Tisch zu bringen mit unterschiedlichsten Punkten. Eben in dem Fall ging es ja ganz konkret um studentischen Austausch mit Deutschland, mit verschiedensten Ländern. Ich konnte mit verschiedensten Nationalitäten zusammenarbeiten. Da waren verschiedene Problemfelder zu lösen, vertraglicher Art und ähnliches mehr. Und ganz konkret habe ich aber ja auch die Studenten hier vor Ort betreut. Und da war es für mich immer sehr spannend, mit vielen unterschiedlichen Nationen, rund 24, 25 waren es jetzt aktuell zuletzt, an der Zahl zusammenzuarbeiten und wirklich dann auch die unterschiedlichsten Typizitäten auch kennenlernen zu dürfen. Das war eine sehr, sehr spannende Zeit jetzt. Also sind Sie auch von Weitsicht geprägt und nicht nur das Regionale? Also man sollte über den berühmten Tellerrand rausschauen und ich glaube, es ist was ganz anderes, sich beispielsweise mit einem griechischen Student über die gegenwärtige Situation in Athen, weil wir haben einen Partner in Athen, zu unterhalten und von seinen Erfahrungen auch ein Stück weit zu hören, als wenn man nur einen Artikel, in Anführungsstrichen nur einen Artikel irgendwo in einer Zeitschrift liest oder sich aus dem Internet oder über sonstige Medien was einzieht. Ich denke, das hat einen anderen Wert. Und das hat mich sehr stark auch geprägt und auch in meinem politischen Handeln jeden Tag aufs Neue auch wirklich auch motiviert, über diesen politischen oder sagen wir mal einfach den berühmten Tellerrand rauszugucken und rausgucken zu wollen. Die Augen aufmachen. Ja? Okay, also mit offenen Augen durch die Welt gehen. Die Welt gehen, genau. Aufnahmebereit zu sein für die Dinge, die einen umgeben. Jetzt nehmen wir mal an, es geht aus Ihrer Sicht positiv aus am Wahlsonntag. Auch Regionalpatriot und ein junger Mensch, der nach Berlin will, vereint in Personalunion. Was nehmen Sie aus der Region? Was würden Sie mitnehmen nach Berlin? Was liegt Ihnen hier schwerpunktmäßig am Herzen? Wo sehen Sie Bedarf? Wo sagen Sie, dieser Punkt, den muss ich dem Deutschen Bundestag vorbringen? Da muss ich für die Region was ändern. Ich glaube, dass die Menschen in dieser Region, und ich fühle mich auch als wirklich Lokalpatriot, sehr erdverwachsen sind. Ich glaube, dass die Menschen hier sehr bodenständig sind und ich glaube, dass die Menschen hier ein ganz klares Werteverständnis haben. Und ich denke, das ist eine Kombination, also sprich das Erdverwachsene und die Werteorientiertheit, das ist etwas, was ich aus dieser Region mitnehmen möchte nach Berlin, in eine Welt, die oftmals den Vorwurf gemacht bekommt, dass es sehr schnelllebig ist. Und mir kommt es eben genau darauf an, dass man vielleicht sich auch ein Stück weit mehr wieder auch besinnt. Ich weiß, es ist schwierig, aber Zeit nimmt, vielleicht manche Punkte etwas intensiver überdenkt, weil wir haben das alles hier nur geliehen. Und wir haben langfristige Entscheidungen oftmals zu treffen. Und da habe ich im Grunde genommen etwas, was ich hier gelernt habe, die Beständigkeit, die Wertorientiertheit und auch die Verwurzelung des Verwachsenen in die Region, was ich mitnehmen möchte und was ich dort in Berlin eben als Vertreter dieser Region auch einbringen möchte. Okay, wenn Sie es dann nach Berlin letzten Endes schaffen würden, Sie haben schöne Städte im Wahlkreis, dazu gehört auch Worms, Oppenheim und so weiter. Wo würden Sie beispielsweise in den Zug steigen, wenn Sie montags wissen, Sie können jetzt nach Berlin fahren? Ach, also ich bin ja aus Dietelsheim Hessloch. Und ich sage mal, dann gibt es eine ganz praktikable Lösung. Ich habe dann beispielsweise einen Zubringerbahnhof in Osthofen in unmittelbarer Haustürnähe. Natürlich, jetzt können wir mal wieder das Regionale mit dem Überregionalen verbinden. Das ist natürlich das Allerbeste, weil man will ja ein ICE dann in dem Zusammenhang erreichen, dass, sage ich mal, der ein oder andere Zug mehr vielleicht dann auch wieder mit dem Kürzel ICE in Worms vor Ort hält. Das wäre natürlich eine tolle Sache und würde das Ganze noch ein wenig mehr erleichtern, weil von hier aus, das geht ja mir dann wie vielen anderen auch, heißt es dann eben Mainz oder respektive Mannheim zu erreichen, um von dort aus dann
dann weiterzukommen. Also ganz klar, praktikabel wäre es, wenn ich dann in Worms wunderbar hier vor Ort die Möglichkeit des ICE-Anschlusses hätte. Wo wir gerade dabei sind, die Schwerpunkte, die Sie mit nach Berlin nehmen würden, welche fallen Ihnen da ad hoc noch ein, die jetzt Ihnen persönlich zugetragen wurden? Also ich meine, es sind ja vielerlei Themen auch miteinander verknüpft. Ja, also Sie haben natürlich aber auch explizit regionale Themen, mit denen man sich dann eben auch beschäftigt. Also wir haben ganz unterschiedliche Punkte, beispielsweise Fluglärm haben wir, um den Norden jetzt mal mit anzubinden. In Bodenheim und Nierstein haben wir sehr viele Zuschriften von Menschen bekommen, die eben massiv durch Fluglärm und die Routenverlegung am Frankfurter Flughafen entsprechend betroffen sind. Das ist ein Punkt, der mich natürlich auch wirklich auch mitgenommen hat, weil das sind Dinge, wo mich die Leute dann wirklich auch persönlich angesprochen haben und insbesondere auch darauf hingewiesen haben, dass wir da Übereinkommen auch mit Hessen zusammenfinden müssen, was Routen anbelangt und ähnliches mehr. Also jetzt nur mal, um das Thema im Norden anzusprechen. Dann natürlich eins, ich glaube, dass die infrastrukturelle Situation immer eine ist, die beobachtet werden muss. Ich habe in unterschiedlichster Weise, habe ich natürlich verschiedene Punkte aufgreifen dürfen, wo es um Umgehungsstraßen geht und ähnliches. Wobei das natürlich wiederum auch Punkte sind, die sehr stark in die Landesverkehrsplanung mit reingehen. Und an der Stelle da ist es dann aber auch die Aufgabe eines Abgeordneten, eben die nötigen Ansprechpartner auch auf Landesebene eben zu suchen, anzugehen, um ganz konkret vor Ort auch wirken zu können. Das sind Punkte, die ich natürlich aber auch wiederum verknüpft sehen will, auch mit der regionalen Weiterentwicklung von regional vorhandenen Arbeitsplätzen. Ich denke, ein Abgeordneter ist in erster Linie auch ein Repräsentant seiner Region. Und da geht es dann auch für mich wirklich darum, regionale, lokale Wirtschaftsförderung zu betreiben. Und da geht es zum einen darum, die lokale, regionale Wirtschaft zu stützen. Dafür muss natürlich die Gesetzgebung entsprechend gestalterisch erst einmal mitmachen, das ist das eine. Aber es geht auch darum, um eben in Verknüpfung mit der guten Infrastruktur weitere Unternehmerinnen und Unternehmer dann hier vor Ort zu einer Ansiedlung zu bringen. Und das wiederum eben verknüpft dann auch mit Arbeitsplätzen, die vor Ort für die Menschen entstehen, weil ich denke, gerade in einer Zeit, in der es sehr, sehr schwierig ist für viele, jeden Tag mehrere Stunden, muss ich ja fast sagen. Ich habe von Leuten gehört, die fast 2 Stunden mittlerweile dann irgendwo nach Stuttgart oder in andere Großregionen fahren, morgens, frühmorgens. Was das dann letztendlich auch ein Verlust für Familie, für Familienleben und weiter heißt, das möchte ich hier gar nicht weiter ausführen, das kann sich jeder selbst denken. Und das sind Punkte, da möchte ich mich ranmachen, weil ich denke, wir haben eine wunderschöne Region und ich möchte gerne, so gut es geht, alle Kräfte vor Ort bündeln zum Wohl der Menschen hier in der Region. Die Vereinbarkeit Familie und Beruf, das ist ja ein Thema, was sich gerne viele auf die Fahne schreiben oder was im Moment so ein bisschen ein Hype auf das Thema ist. Wie stehen Sie persönlich dahinter? Gibt es bei Ihnen persönlich auch Familienplanung, wo Sie da in Konflikte kommen mit den Wahlkampfterminen? Und wie sind Sie da persönlich davon betroffen, von solchen Themen? Also ich glaube, wir müssen die Wirtschaft familiengerechter machen, aber nicht die Familien wirtschaftsgerechter. Das ist für mich ein ganz zentraler Punkt. Ich sage mal, Wahlkampf ist jetzt eine sehr spezielle Situation. Ja? Das ist keine Frage. Jetzt gehen wir aber mal vom normalen Vereinbaren von Familie und von Beruf aus. Da ist es mir schon wichtig, dass wir Möglichkeiten schaffen in einer Situation, wo es oftmals so ist, es geht hier gar nicht mehr anders. Wir haben oftmals 2 Verdiener, notwendigerweise. Der Einzelverdiener ist oftmals gar nicht mehr möglich. Das heißt, in irgendeiner Form muss dann, wenn wir gleichzeitig nicht ganz gewissermaßen aus dem Ruder laufen wollen, das heißt, dass wir weiterhin Kinder haben, und ich empfinde Kinder als was ganz Großartiges, etwas Fantastisches, eine Bereicherung nicht nur für Familie, sondern auch eine Zukunftsgarantie für die Gesellschaft. Und wenn uns das gelingen möchte, dann müssen wir schon moderne Formen suchen. Ich habe viele Unternehmen bereits besuchen dürfen, die beispielsweise auch Kitas bei sich eingerichtet haben, ein Angebot geschaffen haben vor Ort, was ganz maßgeblich auch zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf an der Stelle beiträgt, aber auch flexible Arbeitszeiten. Und ich denke, in Kombination aus solchen Punkten, die, denke ich, auch modern gerichtet, modern gedacht sind, gelingt es uns auch beides in Kombination zu sehen. Für mich persönlich, für mich ist Familie ein unschätzbarer Wert.
das ist der Punkt, wo ich mich einfach auch immer aufgehoben fühle. Meine Familie ist immer für mich da. Und das ist etwas, was mich wirklich sehr geprägt hat in meiner ganzen Denke. Und Eva war im Generationenzusammenhang. Mein Opa hat früher gesagt, früher haben wir euch immer rumgefahren. Und das hat auch gestimmt. Er hat uns an jeden Platz gefahren. Opa und Oma waren immer da. Aber jetzt sehe ich es auch im Gegenzug so, dass das dann auch heute auch meine Verpflichtung ist, wo das mit dem Opa, mit dem Alter dann eben auch nicht mehr so geht. Und für mich persönlich, klar, jetzt der Wahlkampf ist eine Sondersituation, da muss Familie auch mal ein Stück weit zurückstehen. Aber da geht es um Engagement für die Region. Aber ich habe eine Familie, die dort dazu steht, hinter mir steht, mich stützt. Und das macht mich gleichzeitig dann auch stark und motiviert mich. Wir hatten es vorhin schon mal gehabt, nochmal kurz zurückkommend. Internationales Management bzw. internationale Erfahrungen, die Sie auch schon gesammelt hatten. Haben Sie da positive Aspekte mitgenommen, die jetzt im Vergleich zu unserer Region oder in der Republik verbesserungswürdig wären, was andere Nationen anbelangt? Gibt es da ein signifikantes Beispiel aus Ihrer Sicht zum Beispiel? Das sind unterschiedliche Dinge, aber ich sage gleich dazu, ich wohne und lebe in dieser Region, in diesem Land sehr, sehr gern. Für mich gibt es einen Dreiklang. Das ist die Heimat, das ist Rheinhessen, hier sind wir zu Hause. Das ist Deutschland, das ist das Land, dem ich viel zu verdanken habe, das mir durch die Gesellschaften, durch die Situation, die wir hier haben, durch den gesellschaftlichen, Abkommen, die wir alle miteinander in einer Sozialgemeinschaft, im Sinne einer sozialen Marktwirtschaft geschlossen haben, viel gegeben hat. Ich habe Ausbildung machen können, ich habe studieren können und gleichzeitig ist alles verbindende Europa. Und das ist so die Zukunftsperspektive, die es nach vielen Irrungen und Wirrungen auf diesem Kontinent Gott sei Dank endlich nach viel Blutvergießen gegeben hat. In vielen anderen Ländern habe ich feststellen dürfen, egal ob es in Asien ist beispielsweise oder in anderen, dass es sicherlich eines gibt, das sagt man oftmals gerade Deutschen nach, wir sehen ja alles angeblich sehr strikt. Und das macht uns auch so, sagen wir mal, vielleicht auch so ein bisschen persifliert manchmal aus. Ich glaube, dass dieses Unzufriedensein mit dem Erreichten auch manchmal, aber auch einen dazu bringt, dass man nicht in diese Hängematte fällt und dann eben sich wieder motiviert. Und es geht eben darum, es noch ein bisschen besser zu machen. Wohlgleich, und jetzt komme ich zu dem Punkt, ich aber auch ganz interessant finde, manchmal auch die Perspektiven einfach mal ein bisschen zu weiten. Ich habe beispielsweise in Asien, was den Einklang von Natur und Mensch anbelangt, ganz andere Perspektiven bekommen auf verschiedene Dinge. Wo man sich gerade auch vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit nimmt, um solche Dinge auch zu hinterfragen, wie Zusammenhänge ablaufen und ähnliches mehr. Und das sind jetzt Punkte, ein Aspekt, den ich mit einbringen darf. Der mich sehr wirklich auch geprägt hat. In Afrika konnte ich auch ein Stück weit wirklich auch lernen, was es heißt, mit sehr wenig zufrieden zu sein, sich auf das Wesentliche, nicht das Materielle, sondern auf das Verbindende, auf den Kitt in der Gesellschaft zu beziehen, ohne dass da jetzt ein überbordender Rahmen ist. Und das hat mich auch sehr, sehr stark geprägt. Also das sind meistens die Begegnungen aber für mich mit Menschen gewesen. Die Gespräche, die Begegnungen mit Menschen, weniger so die Aspekte, was jetzt da in gesamten Rahmen jetzt in die eine oder andere Richtung läuft. Es waren vor allem die Prägungen durch Gespräche mit Menschen. Jetzt steht, wie gesagt, die Wahl unmittelbar bevor. Ihr Terminplaner, der platzt wahrscheinlich aus allen Nähten. Persönlich direkten Ausgleich, die Familie steht hinter Ihnen, das haben Sie schon ausgeführt. Was dominiert, welche Termine sind Ihnen da besonders wichtig? Also für mich sind vor allem die Termine wichtig, wo ich persönlich mit Menschen in Kontakt kommen kann. Es ist eine Mischung aus verschiedenen Terminen, das ist keine Frage, aber die Termine, wo ich mit Gesprächen wirklich mit den Leuten auch mal ein bisschen ausführlicheres Gespräch wirklich auch führen kann, um auch von den Sorgen und Nöten der Menschen zu erfahren. Das sind die Termine, die mir am wichtigsten sind. Bei Infoständen beispielsweise, bei Aktionen frühmorgens bei einem Bäcker, wo wir gemeinsam ins Gespräch kommen können. Das sind so die Punkte, die mich wirklich
die mir wichtig sind und die mich auch in meiner Arbeit bereichern. Weil ich kann nur etwas besser machen, wenn ich auch von den Sorgen und Nöten der Menschen vor Ort auch weiß. Und deswegen muss man eins als Politiker vor allem neben Babbler auch zuhören. Und das ist eine Sache, die, glaube ich, in der Politik auch nicht ganz so einfach ist manchmal, weil der Politiker neigt hier vor allem viel zu reden. Ich rede ja auch jetzt vielleicht das eine oder andere Wort, oftmals gebe ich ja oft zu, vielleicht zu viel, aber ich versuche den Ausgleich dann auch hinzubekommen, indem ich dann auch zuhöre. Und das ist ganz wichtig. Welche, in Anführungsstrichen, Promis der Großen bringen Sie uns in den Wahlkreis? Ich habe jetzt die Julia Klöckner zweimal bereits hier gehabt und Julia Klöckner ist eine sehr inspirierende und wirklich großartig dynamische Politikerin, die ich sehr bewundere. Zweimal bereits hier gehabt. Ich habe nächste Woche Maria Böhmer zu Gast, Staatsministerin für Integration. Das sind jetzt mal zwei Persönlichkeiten gewesen. Mal gucken, ich habe da momentan noch eine Sache in der Pipeline. Da kann ich noch nicht die Katze aus dem Sack lassen, da muss ich noch ein bisschen die Schnur zulassen, weil das gehört auch dazu, man verspricht nur das, was man auch tatsächlich halten kann. Und deswegen kann ich sagen, die Persönlichkeiten, zwei starke Frauen, eine hat zweimal bereits da und Julia Klöckner kommt nochmal zum Backfischfest, worauf ich mich sehr freue. Und mal gucken, vielleicht genickt uns da noch mal ein kleines Schmankerl zusätzlich. Okay, gerade das, was Sie sagen in Bezug auf die Versprechen, klingt natürlich... Deswegen das hört man natürlich gerne. Lässt man manchmal lieber die Katze durch den Sack, aber so viel kann ich sagen, wir sind ja im ständigen Gespräch. Ja, man hofft dann immer auch, als ich bin ja auch Wähler, man hofft dann immer, dass solche Sachen nie in Vergessenheit geraten, aber das ist so eine Grundaussage, ist schon... Das ist nicht mein Ding. Also ja. Ich einfach da plakativ rauszugehen und hin und nach zu sagen, geht doch nicht. Das ist, glaube ich, auch etwas, was zur Politikverdrossenheit eigentlich nur noch zusätzlich dann beiträgt. Ein Indikator weiterhin dafür ist, dass sich wenige interessieren. Ja. Wie gesagt, die Wahl steht bevor. Wenn man hier in der Region im Wahlkreis dann montags drauf liest, Jan Metzler schafft es in den Bundestag. Wo erreiche ich Sie? Wie erreiche ich Sie am besten und kann ich Sie auch mal in Berlin besuchen? Dann? Am besten persönlich und alles in Kombination. Also ich habe jetzt den Wahlkampf schon bereits so ausgerichtet, dass es wirklich den persönlichen Kontakt zu mir gibt. Ich habe nicht ohne Grund auf die Homepage, auf meine Visitenkarten, auf meine Prospekte, überall sogar meine Handynummer draufgeschrieben, weil es mir um den Kontakt, wirklich den persönlichen Kontakt geht. Ich möchte das wirklich, soweit es irgendwie möglich ist, auch dauerhaft aufrechterhalten und möchte das auch dann wirklich institutionalisieren. Und ganz klar, wenn der Sprung in Berlin dann nach Berlin geglückt ist, dann baue ich darauf, dass mich viele besuchen, weil das ist dann die Verbindung ja auch zur Heimat. Und ich sage mal so, einige Rheinhessen mehr kann Berlin an der Stelle mit Sicherheit gut vertragen. Insofern ist es meine Motivation, möglichst viele Leute dann auch einzuladen. Herr Metzler, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass wir Sie kennenlernen durften. Dankeschön. Ich wünsche Ihnen auf Ihrem weiteren Weg dann viel Erfolg. Dankeschön. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns in der einen oder anderen Sendung dann mal wieder sehen. Auf jeden Fall. Dankeschön. Herzlichen Dank. Dankeschön. 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 Danke.